Estefania Wolny postet regelmäßig Fotos von sich auf ihrem Instagram-Account. Das Mitglied der Wolny-Familie ist mittlerweile eine hübsche junge Frau geworden. Die Tochter von Silvia Wolny ist mittlerweile 19 Jahre alt und nicht mehr das süße Kind, das die Zuschauer im Fernsehen haben aufwachsen sehen. Auch ihr Stil hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. So hat sich die Blondine vor kurzem gleich zweimal stechen lassen. Auf Instagram präsentierte sie stolz ihre zwei Tattoos. In ihren Stories erklärte Estefania im Sommer 2020: "Ich habe etwas gemacht, was ich schon länger machen wollte und eine sehr, sehr große Bedeutung für mich hat." Auf dem Vorderarm der ehemaligen DSDS-Kandidatin steht nun das Wort Mama und ein Play-Pause-Symbol. Dazu erklärte Estefania: "Es hat zwei Bedeutungen. Einmal für immer und weil ich einen Song geschrieben habe für Mama." Doch damit nicht genug. Auf der hinteren Seite ihres Armes hat sich die 19-Jährige ein weiteres Tattoo stechen lassen, wie sie weiter zeigte. Dabei handelt es sich um das Wort Family in Form einer Rose. "Das finde ich richtig schön. Es steht für meine Familie", erklärte die Sängerin. Vor kurzem teilte Estefania mit ihren Fans allerdings ein neues Selfie, auf dem wir sie beinahe nicht wiedererkannt hätten. Selten sehen wir das Wolny-Mitglied so stark geschminkt. Doch das Glamour-Make-up steht der 19-Jährigen ziemlich gut und lässt sie total erwachsen wirken. Auch bei ihren Followern kommt das neue Foto sehr gut an und sie kommentieren mit etlichen Herz- und Flammen-Emojis. Im Vergleich zu den letzten Bildern, die Estefania auf ihrem Instagram-Account postete, sieht sie auf ihrem neuesten Foto ganz anders aus. Nicht nur das Make-up ist anders als sonst, auch ihre Wangen scheinen dünner und die Nase schmaler. Mal ehrlich, hättet ihr die Wolny-Tochter so noch erkannt? Schön zu sehen, dass sich Estefania in ihrem Körper so wohl fühlt und dass es ihr mittlerweile gut geht. In den letzten Monaten mussten sich die Fans der Blondine nämlich auch große Sorgen um ihre Gesundheit machen. Im April 2020 musste Estefania ausgerechnet zu Beginn der Pandemiekrise ins Krankenhaus, wie ihre Mama Silvia in die Wolnys Corona-Spezial erklärte. Sie hatte erhöhtes Fieber, hat nur gebrochen, dermaßen Kopfschmerzen und sicher ist sicher erstmal ins Krankenhaus. Das schienen alles Anzeichen auf Corona zu sein und für die ganze Familie war das ein großer Schock. Später wurde festgestellt, dass Estefania eine Hirnhautentzündung hat und sie wurde im Krankenhaus auf eine Isolierstation gebracht. Zwei Tage später dann die gute Nachricht, der Blondine ging es besser. Wir hoffen, dass Estefania und ihre Familie nicht mehr einen solchen Schock erleben müssen.